Wer War ich jetzt hier? macht alles hier mit bei Silvesterknallen? Ich weiß auch nicht. Ich denke mir also, ich habe es in den letzten Jahren auch nicht wirklich gemacht. Dann mache ich es jetzt erst recht nicht. Weil das Silvesterknall, was bringt das allen? Es ist einfach nur Schöne Geldverschwendung. Farben. Ja, dann kann man auch rausgehen und sich was anschauen. Und Bullen, die dir auf den Sack gehen, kannst du damit anzünden. Ich wollte gerade sagen, die kann man damit wegballern, ne? Die brauchen schon gar nicht irgendwo vor der Tür zu stehen. Die machen es doch selber wahrscheinlich. Wenn sie irgendwie so dumm ankommen mit so einer Scheiße. Feuerwerk verboten dieses Jahr. Und machen so, und machen in deren Hauptquartier selbst sowas einfach. Aber nur drinnen. Damit ja nicht auffällt. Ja, ich Wie schwöre hoch wäre das es nochmal? soweit hier, ey. Lass mal einen Wie richtig hoch wäre es? wegsaufen. Die Bullen machen blau, Wie hoch? weißt du? Wie hoch wächst Bambus? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Nee, Ich keine glaube Ahnung. 10 bis 15 Blöcke. Kannst du zählen? Ich habe ja da Bambus. Bambuse. Ja, ich habe ja auch welche bei mir stehen, aber ich merke gerade, die werden echt ein bisschen hoch. Mehrzahl von Bambus. Schlamm. Nein, Bambusse. der Bus von einem Bambu. Babuse. Du wurdest babuselt. Mal jetzt hier die Ecke zu. Zu dem Braten. Satan, das Braten. Badumsch. Oh, Junge, 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 Junge. Da seid jetzt Marco gesagt. Ja, das kann ich jetzt komplett hier erstmal durchmachen, so. Oh Junge! Alles Du klar, Schwein. das war mehr eklig als. Cool. Ja. Ja, gefühlt kam da Flüssigkeit mit hoch. Was? Flüssigkeit, you know? Nee. Potzi, ist das. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nur am Abend. Ich ertrink gleich. Sollte man sich echt Gedanken. Ich hab zu viel Capri-Sonne getrunken. Da drehst du wieder am Rad. Safari. Willst du eine gründen? Ja, durch Matzes Gebiet. Damit man ihn noch richtig schön abnervt. Links sehen Sie da ein großer Berg aus Stink. Lava. Ein großes stinkendes Objekt. Es zieht sich über das komplette, über den kompletten Biom. Der Name dieses großen stinkenden Dinges heißt Matthias. Seine Freundin meckert ihn nur an. Früher ja. Nur nicht früher, wahrscheinlich immer noch. Ah, hat man lange nicht mehr gehört. Ja, er ist ja so selten, ne? Der Matthias hier, ganz böse. Er lässt nach langsam. Seine Freundin kam um die Ecke und sagte, sie ist schwanger. Deswegen. Ja doch, würde Sinn machen. Weil er ist ein Geflüchteter und ist nicht mehr Ja, offiziell. der ist im Ausland. Er ist im Ausland, ganz weit weg. Alter, war Wald, Alter. Jetzt musst du echt mal fett den Stein hier raushauen, ne? Du Steinmörder. Aber richtig. So, den Punkt mal jetzt zukleistern. Mit Kleister. Bastelkleber. Der weiße natürlich. Boah, man kannte. Damals habe ich immer an den Dingern geschnuppert. Ich weiß nicht warum. Das erklärt einiges. Ja, möglich. Das erklärt, warum du dich heute Ziege nennst.
Na, das hat andere Gründe. Ah. Wurde es damals mal von der Ziege runtergekickt? Boah, das ist ja voll. Nee, von der Ziege vergewaltigt. Der vom Goat Simulator. Goat Simulator habe ich, aber ich wurde nicht von einer Ziege vergewaltigt. Nicht mit den Hörnern so? Das könnte interessant enden, aber nee. Vor allem die Ziege hat zwei Hörnern. Ei. Dann würde der wohltuende Spaß enden. So mit einem ganz großen Tritt. In den fetten, feuchten F. Ja, warum nicht? Warum denn auch nicht, Mensch? So, wo mache ich denn jetzt hier meinen Seelensand? In welchen Ecken? Ich glaube, hier mache ich einen. Heilige Scheiße. Kam es raus? Ist es endlich draußen? Kann sein, dass ich mich hier. Dass ich das ein bisschen zu übertrieben habe jetzt. Oh. Man kann nie übertreiben. Naja, im Creative-Modus schon. Selbst da nicht. Es muss nur. Im Survival solltest du es eigentlich sein lassen zu übertreiben. Ja, warum? Das kann nämlich sehr schnell ziemlich lange dauern. Eines Tages, Leute. Eines Tages. Da steht die Mauer. Hab ich die sechste Mauer auf. Jedenfalls kann ich mir gleich eine Rechnung machen, wie viele Steine ich wohl dann brauche, wenn ich auf die Seite da die Mauer hinklatsche. Da brauche ich noch viel mehr. Ja, ein bisschen. Aber das ist ja ganz easy gemacht dann. Muss ich nur ganz viel Schweine klatschen und dann einen richtig großen Einkauf machen. Ich fange mit Ziege an. Das erste Schwein, was ich klatsche. Kann ich dabei sein? Nee. Ihr könnt ruhig ein 2 gegen 1 hören. Pinata. Für Matze hat's gereicht und Matze hatte das beste Equipment. Also. Der hatte PvE-Equipment, hat er gesagt. Ja, das sag ich auch, wenn ich mit meiner Schutz 4 rumlaufe. Schutz 4. Ja, Schutz 5 gibt's ja nicht. Ich hab Schutz 10. Dann habe ich Fragen. Wenn man sie so 200 Jahre nicht geduscht hat, dann hat man so eine Kruste um sich rum, weißt du? Boah! Alter. Dann wartet man einen Schritt nach draußen und erstmal so in 1 Kilometer Radius ist nichts mehr. Also seine kann, Vorteile. Ich wollte gerade sagen, kann man gut außen. Aber. Endlich wird man nicht mehr zugequatscht von den ganzen Hurensohn. Guck mal, schau mal, da ist Mama Boraki. Und ja, richtige Fans kennen noch, wie du aussiehst. Weil es gibt Situationen, wo man weiß, wie du aussiehst. Doch. Jetzt dieses 500 Jahre altes Bild bei Facebook oder was? Was, Facebook? Es kann sogar sein, dass ich das Facebook war. Ja. Aber man hat auf jeden Fall ein Bild. Da warst du ganz grinsend in die Kamera. Richtig, das war Facebook. Sag doch. Zu sein werden muss heutzutage noch Facebook. Ja. Vor langer Zeit. Ich wollte gerade sagen, wer redet von heute? Das Scheiße des Universums. Gibt's gar nicht. Ja, aber wer redet von heute? Heute? Ich hab's früher auch nicht benutzt. Ja, warum nicht? Weil da, zu wenig Werbung war. Hier ist doch voll wenig Werbung. 1000 Tabs offen so. 1000 Seiten. Das klicke ich nicht mehr an, das ist keine Werbung. Ich brauche Werbung für meinen Mann. Ja, genau wie auf den Pornoseiten. Oh, wow.
Das sind viele Werbungen. Nee. Adblock Plus regelt das meiste. Das stimmt. Aber nicht alles. Ja, ein paar Werbung muss man immer zulassen. Das sind voll die geilen Teile, Alter. Mit dieser seltsamen Methode wächst dein Schwanz um 8 cm. Die Ärzte wissen, sie können sich nicht erklären, warum. Oh Mann. Das meiste, was du heute an Werbung siehst, das ist doch das. Komm in meine Gruppe und ich zeig dir, wie du richtig viel Geld verdienen kannst. Ja, aber das ist ja schon alt. Das ist genauso wie Facebook. Out of content. Out of ideas. Das auch. Boah, mir gefällt dieser... Was bist du? Was heißt du auf Deutsch? Hast du das Netzwerk gefunden? Ja, dieser Schwumlight. Pilzlicht, Mann. Pilzlicht? Das sind doch keine Pilze da drauf. Klar, Junge, die wachsen an Pilzen. Ja, das weiß ich, aber... Müssen ja nicht trotzdem Pilze sein. Können ja auch Bakterien oder so. Ja, ist doch vielleicht leckerer. Deswegen leuchten die Dinger aus. Diese? So richtig schön fett Bakterien. Du musst dich lange nicht duschen, dann leuchtest du. Ja. Boah. Macht Sinn sogar. Geht. Ich finde die Ecke, da muss noch ein bisschen Lava hin. Bei Matze? Da nehme ich mir höchstens die Lava. Ach was. Der hat zu viel. Du hast zu wenig. Ja. Kann ich mir bei dir was nehmen? Genau. Was mich aber sehr traurig macht, dass diese Seenlandlaternen so wenig Helligkeit produzieren, dass man es ja nicht mehr erkennt, dass da was ist. Das sorgt, glaube ich... Ich glaube, das sorgt gerade so, dass Schnee und sowas halt nicht schmilzt. Das ist doch geil. Kannst dann neben Schnee bauen. Ja, toll. Ich glaube aber nicht, dass es so ganz passt in die Optik. Ach was? Auf einmal so Schnee. Dann holst noch bunten Beton noch dazu, damit du richtig Augenkrebs kriegst. Ja. Warum nicht, ne? Manchmal muss man ja irgendwas opfern. Deine Augen zum Beispiel. Ja. Immerhin nur die Augen. Man kann ja. Ich hab das Gefühl, dass ich meinen Wecker nicht gestellt habe. Das ist gut so. Doch, hab ich. Vater. Ich dachte, ich kann dich jetzt einmal loben. Nee, vergessen habe ich, dass wir in einer Einfolge die 58 Minuten ging. Richtig so. Da wo am Ende dann noch Panda und so gekommen sind. Baum! Immer dieses Spätkomma. Ja, besser spät als früh. Was soll denn das jetzt halt? Ja. Deutsche Pünktlichkeit, ne? Macht die Frau glücklicher, wenn du später kommst. Ja, aber das ist auch ein anderer Content. Ist so das, was du meintest. Verstehe jetzt nicht, was du meinst. Also. Ja, ist nicht schlimm. Also es wäre schön, wenn ich immer wenigstens noch zu diesem scheiß Tourlauf noch komme und den dann vielleicht sogar schon anfangen könnte. Da würde man mal was anderes sehen, als immer nur gerade eine, ja, hier die lange Wall entlang bauen. Ja. Muss nicht sein, aber ja. Was mache ich hier noch hin? Brauche noch andere Pflänzchen. Brauch so. Wie heißt der mit Flensburg? Burger. Ja, Boracke, ich bin schon weiter. Bist fertig? Nö, ich bin jetzt an der Inneneinrichtung dran. Ein Stuhl, ein Schachbrett. Ich find's ja immer interessant, wie diese Stimme von Marcel immer gelangweilter ist. Immer so, ja. Der Dings kannst nicht toppen, fertig. Alter. Ein Maurice ist, ja. Also. Der ist, gefühlt wirklich immer drauf. Ich hatte also mit ihm heute das Vergnügen. Ey. Ja.
War spritzig, würzig, gut. Das hat nie gelabert, so. Erstmal Ziege beleidigt und dann haben wir angefangen. Ja, das ist normal. Würde ich auch machen. Über meine Map ein bisschen zu plaudern. Hast du ihm geholfen oder wollte er dir helfen? Er hat versucht, mir zu helfen. Versucht, hört sich gut an. Also bei dem einen Problem hat er es auch geschafft, aber bei dem zweiten Problem weiß er auch nicht weiter. Interessant. Das heißt, es kommen keine Mappe. Ja, Lava, klar. Zur Not mache ich irgendwas anderes. Mache ich die Idee gleich, aber etwas billiger. Du kleine, schmuddelige Hure. Ja. Aber billig hört sich gut an. Ja, kannst du dir leisten dann. Ja. Ich habe das Gefühl, die Scheißmauer wird ja immer größer. Magma-Blöcken könnte da auch noch hinkommen. Ich glaube, ich muss mal das Inventar ein bisschen leeren und mal ein bisschen mehr von den Steinen mitnehmen, damit ich nicht mehr hin und her hoppeln muss. Hoppelst du nicht gerne? Nö. Weil Schwarzstein ist gleich leer. Dann war's das. Da muss ich mal gucken, ob ich noch genug verrottetes Fleisch habe, damit ich vielleicht nochmal was holen kann. Genau. Eine ganze Truhe hat nicht gereicht. Aua. Was verbauchst du denn alles? Das ist extrem, ey. Weil ich, wenn ich gucke. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Mauer ist jetzt 13 Blöcke hoch, glaube ich. Und das dann immer, mal 3 hochgerechnet. Ist fast, ja, ist fast so ein Stack an Stein weg. Nur für 3 mal Breite. Ja, das geht ja nur. Ist ja noch okay. Weil ab 3 drüber wird's teuer. Was labert der Junge? Ja, manchmal nichts Gutes. Ja, Mann, die Musik macht mich motivated. Interessant. Wie viel Eisen habe ich mittlerweile? Nicht so genug. Da ist schon wieder ein Stackblöcke. Perfekt. Erstmal dich, du kommst. Nö. Die Eisenfalltüren sind ja. Ja. Die sind ja nicht von Anfang an eingeklappt. Nein, die sind außen. Ah, Ziege mag es, wenn er sich irgendwas einklemmt. Ungern eigentlich. Ziege's Pinger stuck in the door. Ah. So. Solange es nur der Finger ist. Der Pingas, Mann. Also der Pingas, ich hab Finger. Pingas. Ja, das tut weh. Anderes Wort für Eier. Eier? Ja. Zumindest im Englischen. Nicht für einen Dödel? Nee. Ist ja mehr Zahl, okay. Ist ein S hinten. Hast du 2 Schwänze, Alter? Naja. Doppelte Penetration. Gibt's Frauen mit 3 Titten? Brüste. Bestimmt. Ja. Na, Rare 51, Alter. Aber das wär's auch vielleicht. Das ist die neu erschaffene Eva, Alter. Braun? Sie ist aus dem biogentechnischen Laboren entkommen. Da ist Eva Braun hingegangen, ja. Ach, du bist doch nicht die Alte von Hitler, Alter.
Doch, die ist sozial. Jetzt kommt er wieder mit dem Thema an. Der alten Socke. Mit der alten. Du schätzt die wahre Kunst der alten Frau nicht. Nee. Die hat das Hitler wahrscheinlich damals so richtig gegeben. Ich steh nicht so auf Vintage, sorry. Du wirst noch hinterkommen. Das wird dir gefallen. Nee. War den Boden noch aus? Ja, das. Jetzt sieht's doch noch was aus hier, die Ecke. Was bollert denn der schon wieder? Brauch aber mehr Pflänzchen, mit Drücken. Das kann sein, dass die Fotze von dem Mann mal wieder rumrandalieren ist. Oder die hat richtig Spaß gerade. Nee, das glaube ich weniger. Ist die schon alt? Das ist ganz im Gegenteil, Junge, die ist nicht mal feuerig, glaube ich. Boah, da macht so alles recht Spaß. Ja, Mann, wenn ich mitmache. Jetzt haben wir gleich Probleme. Gleich mal klopf, klopf. FBI, open your door! Naja, das heißt FBI, open up. Nee, das ist langweilig, das ist out. Das war früher mal. Die haben jetzt auch so einen Gangster-Slang entwickelt. What's up, Bolle? What's Bolle? Diese englischen Streamer, die immer ankommen, ja. Bro. Bro. Nigger. Na gut, das ist, glaube ich, nur, wenn sie schwarz sind. Ja. Weil wenn sie Robert heißen. Robert. Wenn das auch stets und ständig macht. Weil sobald er so ein Weißer sagt, dann ist es höchst illegal. Und du wirst vermöppelt. Möppelt, Alter? Möppelt. Das ist Marco. Hallo. Hallo, meine Leute. Ne, das kann ich nicht. Das kann nur Marco. Aha, Corona. Wurde Ihnen schon mal gesagt. Ob Sie das wann soll Lockdown stattfinden? Nächsten Montag oder was? Anscheinend. Nein. Ja, ich hab Urlaub. Sollte das nicht Mittwoch anfangen? Nein. Ab Montag soll. Der R-Faktor ist jetzt auf 1,15 gestiegen, Alter. Ich hab mich richtig gefreut, als ich das gerade gesehen habe. Da ist er direkt erstmal gekommen. Ja, Mann. Yippie! Ja, Corona. Richtig abspritzen werde ich, wenn die merken, dass ihre verfickten Maßnahmen auch da nichts bringen werden. Komm, wird. Immer die Leute, die kein Vertrauen in die Regierung haben. Dazu brauchen die selbst erstmal Vertrauen. Das stimmt. Hier die Magma-Blöcke, die kann ich glaube ich schon auch noch reinsetzen. In irgendeiner Ecke. My thoughts about my soul, the underbus in lose control. Dort, ja, und dann muss ich hier noch irgendein verbauen. Was denn hier so ein Ding? Die Zeit has a hold of me, clenching its power, trying to break free. Jetzt wird der auch schon so einer. Mach nicht diesen da. Fast, baby, don't be slow. Step inside, reload, time to go. Zumindest nimmt die Kirche jetzt endlich Form an. All this rage sets inside me. Okay. Ich ziehe gleich ab, Alter. Boah, ne, ich nicht diese. Ich bin nicht wie diese. Wenn irgendwelchen türkischen Frauen sagen, ich bin nicht wie diese, dann weißt du ganz genau, die ist wie diese. Diese jetzt noch hier oben noch irgendwas. Ob Contra dieses Jahr noch rauskommt? Patch 3? Ich hoffe was? Ich hoffe es ja wohl. Weil Metal Omega hat's geschafft. Metal Omega hat ein Patch? Jo, eine neue Version. Aua. Selbst die schaffen wir. Ja, die Community ist auch wesentlich größer bei denen. Naja.
Das kann ich so noch nicht bestätigen, weil ich selbst das Spiel nicht spiele. Was spielst du? Ich spiele es selbst nicht. Siehste? Deswegen sage ich da auch vielleicht nicht unbedingt, ja, das ist so richtig oder nein, das ist nicht so richtig. Deswegen. Ich sage so, ich weiß es nicht. Ja, die 217 Leute, die ich in der Lobby da immer sehe, das ist schwer zu knacken für Contra. Ja, mit der leeren Ladenlobby da immer. Hallo? Die VPN von Redman ist ja wohl... Ja, voll scheiße. Und das ist ja mal absolut geil. Die müssen auch mal anfangen, eigentlich mal CNC Online da an ihren eigenen Server hinzukriegen. Ach, das schaffen sie nicht. Aber so einen magischen Pimmel. Weil auf einem privaten Netzwerk, Alter. Da spielt doch keiner. Vor allem, da treffen sich doch die ganzen Leute nicht richtig und so weiter. Kannst deinen Raum kein Passwort geben und so weiter. Die müssen da mal richtig fett bei CNC Online nochmal nachfragen, ob die dann ihren eigenen Stuff machen können. Da. Naja. Wir werden es davon. Sag's mal so, ich schätze aber, wenn es so weitergeht, wie es jetzt momentan ist, dass der Sven-Patch-3 draußen ist. Das wird keiner mehr spielen. Gefühlt. Wir haben schon gesagt auf unserem Discord, ja, es wird wahrscheinlich so sein, wir werden es ein paar Mal spielen und dann irgendwie wieder. Ja. Ja, wie kommt's? Wann ist der nächste Discord, wann ist der nächste Patch wieder draußen? Ja, wie kommt's? Ja, weil. Ich weiß nicht, weil wir es vielleicht ein bisschen zu viel gespielt haben. Tja, das kann natürlich sein. Aber. Nein, das kann eigentlich. Zum Glück gibt's ja noch ganz viele andere CNC-Teile mit Mods. Ja. Wir können ja One Vision spielen. Was ist das für ein Scheiß? Kains Rache. Nö. Das war kein Plan. Ehrlich nicht? One Vision ist relativ okay, was Balancing hat. Aber nur relativ. Oh, und wieder kein Stein. Yippie! Ey, du sagst es gerade. Ich hab auch keinen. Da plätschert der Delfin rum, der letzte. Boah, jetzt kann ich über meine Laternen verteilen, wo ich eigentlich die vorhatte zu setzen. Laterne, Sonne und Sterne. Boah, das Lied war so behindert. Ich war froh, wenn. Das erinnert mich voll an alte schöne Zeiten. Alter. Ja, das erinnert auch daran, wohl. Ja! Das erinnert mich auch an die Tage, wo wir das Ganze mit der Klasse machen mussten. So, ich glaube in der dritten Klasse. Da hatte ich ja schon keinen Bock mehr. Ich glaube sogar die komplette Schule hat das einmal gemacht. Das war geil. Was? Laterne. Singen. So. Geil. So. Das war durch die ganze Nachbarschaft gezogen mit der ganzen Klasse, Alter. Und nicht nur die ganze Klasse, sondern halt auch mehrere Klassen. Sowas findest du geil. Jeder hat eine Laterne gehabt. Wir haben den kompletten Weg bestrahlt irgendwie. Mein Licht geht an. Ich gehe voran. Bimmelda, bummelda, bum, bam, bam. Oh Mann. Mein kleiner Bruder war voll traurig, als er es dieses Jahr nicht machen durfte wegen Corona. Ich hätte es gemacht. Ich habe zu ihm auch gesagt, mach es einfach. Ja. Aber dann, Konsequenz sein, aber, fertig. Aber dann kam meine Mutter um die Ecke und hat gefühlt mir eine geklatscht. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Nur weil ihr nicht wisst, was Erziehung ist. Nee. Das nennt man gute deutsche Erziehung. Klatsch. Ja, aber auf die Wange, Alter. Ja, nee, das. Auf die Pobacke, hallo. Nee, das ist viel zu viel Fett, Mann. Das spürst du ja. Gar nicht. Dorf entschwammelt, das spürt man. Richtig ins Gesicht, Mann. Boah, Alter.
Damit du das komplette Gesicht einmal... Damit du im Real Life genauso aussiehst wie in Minecraft hier. Hallo, ja. Erstmal von der Mutter zusammengeschlagen. Von der Mutter. Was lame by mother. Das war eine gute Minecraft-Meldung, ey. Ich glaube, ich muss mal so eine Waffe benennen, damit es sogar Sinn macht. Die Waffe heißt dann His Mother oder so Scheiße. Oder einen Überzombie entwerfen. Ja. Überzombie. Selbst ein Zombie klatscht man weg, obwohl der OP-Rüstung keine Ahnung was hat. Weil ein Zombie darf ich machen? Ja, mach. Darf ich dir das demonstrieren? Ja, mach. Ein Zombie ja, alles andere ist ekelig. Also als Zombie, der so OP ist, dass er dich wegklatscht, ja? Ja. War einfach. Gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Ding zu besiegen. Was kriege ich dafür, wenn du es nicht schaffst? Schwierig. Meine Eisenproduktion, die da drin ist, gerade. In der Sekunde das Eisen, was in der Farm ist. Oh nein, mein Handy klingelt. Ja. Phase ist zu Ende, wir dürfen alle nach Hause. Komm, jetzt macht er gleich so einen Zombie, den man wirklich nicht besiegen kann, weil er den einfach Godmode-mäßig gibt. Aber du musst den... hier auf dieser glatten Ebene besiegen halt, ne? Was für eine glatte Ebene? Ja! Ihn einfach einbauen und dann einfach von oben besiegen ist ja was ganz anderes. Ja, oder einfach ihn zubuddeln nach unten. Gewonnen. Weil ist das am Schluss nur ein Zombie.